بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Meine geehrten Geschwister, wir machen weiter mit dem Dajjal. Letzte Woche haben wir eine Beschreibung von dem Dajjal gehabt, von seinem Aussehen, wie er sein wird und so weiter. Heute gehen wir inshallah ein, was er tun wird alles, wo er hingehen wird, wie schnell er sein wird und so weiter, werden wir inshallah ta'ala alles sehen und was wir machen sollen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, inshallah ta'ala. Als erstes werde ich euch das kurz erklären. Ich werde es euch kurz erzählen, wie das Ganze ist, weil es ist einfacher zu verstehen dann. Und dann als zweiten Schritt lese ich euch die ganzen Beweise dazu, inshallah ta'ala, vor. Der Dajjal, er wird aus dem Osten kommen, aus Khorasan, aus dem jüdischen Teil, der Isfahan genannt wird. Und er wird 40 Tage reisen. Ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und die restlichen Tage wie die normalen Tage. Er reist so schnell wie der Wind. Und er wird in jeden Ort eintreten, außer Mekka und Medina, denn sie sind bewahrt von Allah subhanahu wa ta'ala durch Engel, die sie bewachen. Und er wird versuchen, in Mekka und Medina einzutreten, doch jedes Mal, wenn er das versucht, sieht er Engel, die mit Schwertern auf ihn warten und er kehrt wieder ab. Der Dajjal, seine Fitna ist groß. Seine Fitna ist gewaltig. Und wir werden zu den Fitnen inshallah kommen, was er alles dabei hat. Doch wie fängt das Ganze an? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Dajjal wird durch einen Wutausbruch anfangen. Also diese ganze Sache mit diesem Dajjal, er wird erst richtig wütend und dann flippt er richtig aus. Und dann geht's los, die ganze Prüfung. Aber bevor das, lass uns mal sehen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Eltern von Dajjal sagt. Damit wir noch ein paar Sachen hinzufügen von letztes Mal. Von dem Hadith von Abu Bakr, radiallahu anh, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Eltern des Dajjal warten 30 Jahre. 30 Jahre in Hoffnung, dass ihnen ein Kind gegeben wird und es wird ihnen kein Kind gegeben. 30 Jahre lang. Dann bekommen sie einen einäugigen, großzähnigen Jungen. Und wir stoppen hier ganz kurz. Was bedeutet großzähnig? Im Arabischen dieses Wort bedeutet allgemein Backenzahn. Dass er große Backenzähne haben wird. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gelehrten sagen dazu, hier ist damit gemeint, dass er von klein auf, von Geburt aus mit Zähnen geboren wird. Das gibt es, es ist aber sehr, sehr, sehr selten. Er wird mit Zähnen geboren und seine Eckzähne, ihr kennt diese, man sagt auch Vampirzähne dazu, diese Eckzähne, sie werden sehr groß sein bei ihm. Subhanallah. Diese Eckzähne, oben und unten, werden groß. Das ist damit gemeint. Einäugig, ja, wir haben letztes Mal einäugig erklärt, und großzähnig. Ja, das heißt, diese vier Eckzähne, erstens wird er mit Zähnen geboren, zweitens wird diese vier Eckzähne groß sein. Subhanallah. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist am wenigsten nützlich zu dem Jungen. Er ist am wenigsten nützlich. Das heißt, es gibt keinen Jungen auf der Welt, der weniger Nutzen bringt als dieser Junge. In einer anderen Überlieferung heißt es, einäugiger Junge, der am meisten schadet und am wenigsten nützt. Subhanallah. Subhanallah. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Augen schlafen, aber sein Herz nicht. Wie ist das? Wie funktioniert das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch über sich selbst, meine Augen schlafen, aber mein Herz nicht.
Warum? Weil er bekommt Offenbarung und er bekommt Träume und solche Sachen. Deswegen ist sein Herz ist immer wach. Er ist sozusagen immer auf der Hut. Und so ist es auch bei ihm, bei dem Dajjal. Seine Augen schlafen, aber sein Herz nicht. Vor lauter schlechten Gedanken. Seine Gedanken stoppen nicht. Also die schlechten Gedanken, die schlechten Einflüsterungen vom Shayatin. Also weil die Shayatin tun ihm Einflüsterungen geben. Und sie arbeiten mit ihm. Die Shayatin von den Dschinn. Sie arbeiten mit ihm und sie geben ihm Einflüsterungen. Und sie sagen da und da und berichten ihm über Sachen und hier und dort. Deswegen schlafen seine Augen, aber sein Herz schläft nicht. Sozusagen, er hat auch einen leichten Schlaf. Ein Mucks wacht auf. Subhanallah. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, nein, dann sagt Abu Bakr radiallahu an, er sagt, dann beschrieb uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam seine Eltern und sagte, sein Vater ist sehr groß und dürr, wortwörtlich oder ja, wortwörtlich wenig Fleisch oder dünnhäutig. Ja, wortwörtlich bedeutet das Wort wenig Fleisch am Körper oder dünnhäutig. Die beiden Bedeutungen treffen oft darauf zu. Sein Vater ist groß, sehr groß. Aber er ist sehr, sehr dünn, sehr dürr. Sehr wenig Fleisch hat er. Man sieht alles an seinen Knochen und so weiter. Dann sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, als ob seine Nase ein Schnabel wäre. Als ob seine Nase ein Schnabel wäre. Also sie ist richtig lang, richtig groß. Die Nase von seinem Vater. Und dann beschreibt er seine Mutter, sagt, seine Mutter ist eine extrem dicke Frau. Wortwörtlich bedeutet das? Ja, also sehr extrem dick, kann man sagen. Ja, das extrem dick ist so die beste Übersetzung, die man hier machen kann. Es gibt andere Überlieferungen, wo es heißt extrem dick, extrem dicke Frau mit extrem dicker Oberweite. Und viel Fleisch. Ja, mit viel Fleisch. Eine Frau mit viel Fleisch, so wird es auch erwähnt. Ja, dann sagt, mit langen Händen und einer anderen Überlieferung und mit langen Fingern auch. Lange Hände und lange Finger. Das heißt, unproportional zu ihrem Körper. Unproportional zum Körper. Die Gelehrten sagen entweder unproportional zu anderen Frauen, also die Relation, oder die Hände und die Arme zur Relation zum Körper, sie sind zu lang. Das ist die Beschreibung seiner Eltern, Subhanallah. Das heißt, sie warten 30 Jahre. Und diese Beschreibung von denen ist auch schon, Subhanallah, nicht sehr schön. Und dann bekommen sie einen einäugigen, großzähnigen Jungen, der am meisten schadet und am wenigsten nützt. Dass seine Augen schlafen, aber sein Herz nicht. Subhanallah. Das ist der Dajjal. Und das Interessante ist, so ein ähnlicher Junge wurde zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam von so ähnlichen Eltern geboren. Allahu Akbar. Von so ähnlichen Eltern wurde geboren. Sein Name ist Ibn Sayyid. Oder Ibn Sayyad. Ja, Ibn Sayyad. Und über ihn werden wir inshallah ta'ala nächstes Mal sprechen. Wer ist dieser Junge? Ist er der Dajjal? Wo ist er gestorben oder nicht? Was hat das mit ihm auf sich? Was sagen die Gelehrten darüber? Das werden wir inshallah ta'ala nächste Woche erfahren. Na, kommen wir zurück. Kommen wir zurück. Wir haben gesagt, er wird von Osten kommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist im Meer. Er sagte, der Dajjal kommt aus dem Osten an einem Ort, der Khorasan heißt. An einem Ort, der Khorasan heißt. Das überliefert bei Tirmidhi. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, Ad-Dajjal kommt aus einem jüdischen Teil, aus dem jüdischen Teil Isfahans. Und mit ihm kommen 70.000 Juden. 70.000 Juden. Und das sind auch seine Gefolgschaft. Ist auch seine Gefolgschaft. Prophet Sallallahu sagt auch, dem Dajjal folgen von den Juden von Isfahan 70.000 mit schwarzen Gewändern. 70.000 Juden mit schwarzen Gewändern. In einer anderen Überlieferung mit schwarzer Kopfbedeckung. Und ihr kennt diese schwarze Kopfbedeckung, was diese Juden haben. Ja, 70.000 von ihnen, die folgen ihm. Subhanallah. Es folgen ihm auch andere Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihm folgen Menschen, deren Gesichter wie runde Panzer sind. Wie runde Panzer, also Plattgesichter.
Subhanallah. Bleibt Gesichter. In einer Überlieferung von Abu Huraira heißt es, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Stunde wird nicht eintreffen, bis ihr Chus und Kirman von den Nicht-Arabern bekämpft. Wir haben darüber geredet. Sie haben rötliche Gesichter, plattgedrückte Nasen, sind kleinäugig. Das haben wir alles erwähnt, subhanallah. Ihre Gesichter gleichen runden Panzern und ihre Schuhe bestehen aus Haaren. Ja, damit haben wir gesagt, sind die Mongolen gemeint. Und Wallahu alim, die Gelehrten sagen, diese Leute werden ihm auch folgen. Also das heißt die Juden und die Mongolen. Es ist sowieso, wenn man schaut in diese Richtung von Khorasan, das geht in die Richtung von Mongolei und so weiter. Und diese Leute, die werden ihm auch folgen. Naam. Allah musta'an. Der Dajjal, er bleibt 40 Tage auf der Erde. Und er wird überall hinreisen. Er wird überall hinreisen und überall eintreten. Naam. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von An-Nawas ibn Sam'an, sagt er, als die Gefährten fragten, O Prophet, wie lange bleibt er auf der Erde? Wie lange bleibt er auf der Erde? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, 40 Tage. 40 Tage. 40 Tage Fitna und er macht die ganze Welt durcheinander. Wie geht das? So geht das. Ein Tag wie ein Jahr. Und hier ist interessant. Wie kann ein Tag wie ein Jahr sein? Wie kann ein Tag wie ein Jahr sein? Subhanallah. Die Gelehrten sagen, das ist wie die Leute, die an diesen Orten leben, wo es 6 Monate nur Tag ist und 6 Monate nur dunkel ist. Sie haben keine bestimmte Uhrzeiten zum Gebet, weil bei ihnen ist es die ganze Tag und die andere Hälfte die ganze Zeit Nacht. Sie wissen nicht, wann ist Tag, wann ist Nacht. Subhanallah. Also sie wissen nicht, wann ist Fajr, wann ist Dhuhr, wann ist Asr und so weiter. Und bei ihnen ist eigentlich das ganze halbe Jahr über Tag. Sie haben kein Gefühl, außer sie schließen sich selber ein, machen dunkel und dann schlafen sie. Die Gelehrten sagen, so wird das ungefähr sein. Dieser Tag, der wird für uns ewig sein. So lange, wie ein ganzes Jahr. Subhanallah, wie ein ganzes Jahr wirklich. Ob jetzt die Sonne ein Jahr lang oft oben bleibt, Wallahu alim. Wallahu alim. Das haben nicht die Gelehrten so gesagt. Aber als die Gesandten, als die Sahaba das gehört haben, dass ein Tag wie ein Jahr sein wird, und ein Tag wie ein Monat, und ein Tag wie eine Woche, Subhanallah, sie waren nicht verzweifelt und haben gesagt, wie soll das sein, wie wird das sein und so weiter. Sie haben gesagt, ja Rasulullah, wie sollen wir dann das mit den Gebeten machen? Subhanallah. Schaut mal, wie die Gefährten machen. Die haben gesagt, wie sollen wir das mit den Gefährten machen? Mit den Gebeten machen. Wie soll das funktionieren, wenn ein Tag wie ein Jahr ist? Wie sollen wir beten? Sie sagte, betet so, wie nach eurem Gefühl ihr sonst betet. Ja, man bekommt ja nach 10, 20, 30, 40 Jahren ein Gefühl für das Gebet. Und dann sagt der Prophet, betet so, wie er sonst auch betet, vom Gefühl her. Das heißt, du betest Fajr und dann lässt du eine längere Zeit und dann kommt Dhuhr. Von Dhuhr zu Asr ist nicht so lang, lässt du Zeit. Von Asr zu Maghrib ist ein bisschen länger. Ja, und dann von Maghrib zu Isha ist wieder kurz. Also kann man sich das ungefähr einteilen. Auf jeden Fall sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam 40 Tage. Ein Tag wie ein Jahr. Ein Tag wie ein Monat. Ein Tag wie eine Woche und die restlichen Tage sind wie eure. Sie fragten ihn, wie schnell bewegt ihr sich auf der Erde? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, wie der Regen, wenn der Wind hinterher folgt. Subhanallah. Wie der Regen, wenn der Wind hinterher folgt. Andere Überlieferung, wie der Wind. Wie der Wind. Das heißt, wenn der Regen herunterkommt und der Wind kommt noch mit, wie schnell kommt der Regen runter? Sehr schnell, subhanallah. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er erscheint bei den Leuten, die er aufruft. Er erscheint bei den Leuten, die er aufruft. Also damit ist gemeint, er geht zu gegen welchen Leuten? Ja, die Überlieferung ist ja nicht so schön. Also er geht zu Leuten, eine Gruppe oder ein Volk oder eine Ortschaft und so weiter. Und er ruft sie zu sich auf.
Er ruft sie zu sich auf. Warum ruft er sich zu sich auf? Bevor wir das erklären, bevor wir das verstehen, müssen wir eine andere Sache erklären. Sheikh Uthaymin rahimullah hat das sehr schön erklärt. Er sagte, es wird erwähnt, dass er gleich bei seinem ersten Auftreten zum Islam aufrufen wird und behaupten werde, er sei Muslim. Das heißt, als erstes, er sagt, ich bin Muslim. Und das ist interessant, subhanallah. Das ist interessant, werden wir nächste Woche sehen, warum. Er sagt, ich bin Muslim. Und er wird den Islam verteidigen. Aber dann nach einer Weile, danach wird er die Prophetenschaft für sich in Anspruch nehmen. Also erstmal als Muslim, dann ist er vielleicht ein Da'ya, ein Prediger, verteidigt den Islam und die Leute folgen ihm und so weiter. Und dann sagt er, ich bin Prophet. Ich bekomme Offenbarung von Allah und so weiter. Und Allah gibt ihm auch Zeichen, subhanallah, um die Leute zu prüfen. Und danach, was schlimmer ist als das, was wir auch letzte Woche gehört haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, ja, Achtung, euer Gott ist nicht einäugig. Warum hat er das gesagt? Weil der Dajjal, dann, nachdem er die Prophetenschaft aufgerufen hat, gesagt wird, er sei Gott. Er wird sagen, ich bin euer Herr. Ich bin euer Herr, wird er sagen. Und dann sagt der Sheikh Hussein, das Ende dieses Aufrufs ist der Anfang der Pharaonenherrschaft. Und eine solche Behauptung, die Anmaßung, Herrschaft zu beanspruchen, also die Herrschaft, die Rububiyya sich zu beanspruchen. Er sagt, er wird wie Pharaon sein. Er sagt, ich bin Gott. Wie der Pharaon gesagt hat, Ana Rabbukumul A'la. Ich bin euer höchster Herr. Subhanallah. Und dabei wusste er, dass er das nicht ist. Allah musta'an. Das ist die Aussage von Sheikh Uthaymin dazu. Naam. Deswegen wird er sich diese Leute, wenn er reist, zu sich aufrufen. Er wird sagen, ich bin euer Herr, dient mir. Ich bin gekommen zu euch, jetzt betet mich an. Dann sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er kommt zu einer Leute und er ruft sie auf. Glauben sie an ihm und folgen ihm, dann befiehlt er den Himmel, Regen herabzulassen. Und es geschieht. Und er befiehlt den Boden, Pflanzen hervorzubringen. Und es geschieht. So dass ihr Vieh weidet und größer zurückkommt, als es zuvor gewesen ist. Gefüllt mit Eutern und gefüllt mit Bäuchen. Subhanallah. Eine Fitna. Eine Fitna. Er sagt, den Himmel regne und es regnet. Allah muss da an, wir müssen aufpassen. Heutzutage unsere Leute, unsere Facebook-Gelehrten, sie werden die Ersten, die folgen werden. Allah muss da an. Allah muss da an, muss man aufpassen. Da kommt ein Mann. Er sagt zum Himmel, regne und es regnet. Er sagt zur Erde, bring deine Pflanzen und kommt. Nicht, es dauert eine Weile, kommen sofort. Die kommen sofort hoch, subhanallah. Sofort. Und die Viecher essen, ja, und ihre Euter sind gefüllt mit Milch und ihre Bauch sind voll, das heißt, kannst du gut schlachten, hast du Fleisch und hast du Milch da, subhanallah. Allah musta'an. Das ist eine Fitna. Wenn sie ihm glauben und sie folgen. Und die meisten Leute werden ihnen glauben und sie werden ihnen folgen. Subhanallah. Aber es gibt auch andere Gruppierungen. Da sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann geht er zu anderen Leuten und er ruft sie auch. Er ruft sie auf, sagt, ich bin euer Herr, glaubt an mich. Doch sie glauben nicht an ihn und sie weigern sich ihm zu folgen. So verlässt er sie und sie werden arm und besitzlos. Arm und besitzlos. In anderen Überlieferungen, ihr Boden geht kaputt. Sie bekommen kein Essen mehr und es wird über sie nicht mehr regnen. Eine Fitna, Prüfung, sodass sie doch noch sagen, ja okay, wir glauben an dich, Hauptsache wir haben Essen und Trinken. Allah musta'an. Wer kann dieser Fitna entstehen? Widerstehen, subhanallah. Wer kann dagegen was tun? Wir werden noch zu seinen Fitna, sind wir noch gar nicht wirklich gekommen, das ist nur ein Teil davon. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und er geht an eine Ruine vorbei, und ihr kennt diese Ruinen, was heutzutage überall ist, er geht zu einer Ruine vorbei und sagt zu ihr, bring deine Schätze hervor. Halt diese ganzen Schätze, Gold und Juwelen und Diamanten und so weiter, was die ganzen Leute suchen. Sie töten dafür, sie vergießen Blut. Er sagt einfach, bring deine Schätze. Und der Boden und die Ruine schmeißt einfach ihre Schätze. Subhanallah. Schmeißt einfach die Schätze. Allah muss da ein. Dann sagt der Gesandte Allahs, ihre Schätze erscheinen und folgen ihm so wie männliche Bienen. Subhanallah. So wie männliche Bienen einer Bienenkönigin folgen wird. Was? Die Schätze. Wie geht das? Allahu alam. Allah macht alles möglich. Es ist eine Fitna, eine Prüfung für die Leute.
Das heißt, er hat hinter sich Gold und Juwelen und Diamanten und Silber und was man sich alles vorstellen kann. Und diese Sachen sind hinter ihm einfach. Wie Bienen laufen sie hinter ihm. Wie? Allahu alam. Allah macht alles möglich. Glauben wir nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Natürlich. Innahu ala kulli shay'in qadir. Er hat zu allem die Macht. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und diesen Teil werden wir nochmal erwähnen später, dann ruft er einen Mann voller Jugend und Vitalität. Wo ruft er ihn? In anderen Hadithen. Er geht vor die Tür von Mekka, von Medina. Und dieser Mann kommt raus, als Einzigster, gegen den Dajjal. Und er sagt, ich bezeuge, dass du der Dajjal bist. Er ist voller Jugend und voller Energie, voller Kraft. Und er nimmt diesen Mann, der nimmt diesen Mann und entzweit ihn. Und er sagt zu den Leuten, was haltet ihr davon, wenn ich diesen Jungen in zwei teile und dann wieder zum Leben erwecke? Glaubt ihr, dass ich euer Herr bin? Die sagen ja. Subhanallah. Er nimmt diesen jungen Mann, schneidet ihn in die Hälfte. Subhanallah. Mit dem Schwert schneidet ihn in die Hälfte. Und dann sagt er zu ihm, bitte komm wieder zusammen. Ja, komm wieder zusammen. Und er kommt wieder zusammen mit strahlenden Gesichtern. Und alle sagen, Allah, die sagen nicht Allahu Akbar, die freuen sich und sagen, ja, wir bezeugen, dass du unser Herr bist. Und dieser Junge, als er zusammengekommen ist, der Dajjal ihn fragt, und glaubst du nun, dass ich dein Herr bin? Dann sagt er, jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du der Dajjal bist. Subhanallah, wer ist dieser Mann? Und viele Gelehrte sagen, dass er Al-Mahdi ist. Dass er der Mahdi ist. Weil Al-Mahdi wird jung sein, wenn der Dajjal kommt. Und manche sagen 17, 18, 20 Jahre. Schau mal, ein Führer dieser Umma. Die meisten Führer dieser Umma waren so jung. Subhanallah. Mit 17 Jahren hat Zayd eine Armee angeführt. Subhanallah. 17 Jahre. Heute mit 30 sagt man noch, lass, der ist noch ein Kind. Allah musta'an. Und dieser Junge, und dann heißt es in einer anderen Überlieferung, und dann wird er versuchen, nochmal ihn zu töten, doch Allah wird es ihm verwehren. Allah wird es ihm verwehren. Und hier ist der Hadith von Bukhari dazu, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Mann kommt aus Medina und sagt, ich bezeuge, dass du der Dajjal bist, über den uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Dann sagt der Dajjal, schaut, wenn ich ihn töte und dann wieder zum Leben erwecke, zweifelt ihr dann noch an mir? Sie sagen nein. Dann tötet der Dajjal ihn und erweckt ihn wieder zum Leben. Dann sagt der Mann, bei Allah, ich war mir nie sicherer über dich als jetzt. Dann will der Dajjal ihn wieder töten, doch das liegt nicht mehr in seiner Macht. Ja, Allah gewährt es ihm nicht mehr. Wie gewährt es ihm nicht mehr? Er macht Schwert an seinen Hals, geht nicht mehr. So wie bei Ibrahim a.s. und Ismail a.s. Und er will seinen Sohn schlachten, geht nicht. Versucht nochmal, geht nicht. Allah lässt nicht zu. Ja, Allah lässt nicht zu. Er bewahrt seine Diener. Allah muss dahin. Und zu seiner Fitna, meine geehrten Geschwister, gehört, dass er Beduinen fragt. Ja, Leute, die also Bauern, kann man sagen. Wir sagen, auf Deutsch sagen wir so, Bauern. Fragt, glaubst du, dass ich dein Gott bin, wenn ich deine Mutter und deinen Vater wieder zum Leben erwecke? Er trifft auf Bauer, seine Eltern sind tot und er ist traurig darüber. Und er sagt, natürlich. Und dann nimmt er zwei Schayatine von den Djinn und gibt ihm die Gestalt von seinen Eltern. Und die Mutter und die Vater sagen zu ihm, oh Sohn, folge ihm, das ist dein Herr. Guck mal, die Fitna, wie gewaltig die ist. Guck mal die Fitna, schau mal, ob du diese Fitna widerstehen kannst. Schau mal, ob du das hinkriegst, dass du diese Fitna widerstehst. Allahu musta'an. Wir werden inshallah auch noch erfahren, was kann man dagegen tun. Wie kann man sich gegen den Dajjal schützen? Aber an erster Stelle, meine lieben Geschwister, zwei Sachen. Die richtige Aqidah und das Gebet. Die richtige Aqidah und das Gebet. Wenn diese zwei fehlen, dann ist es schwierig. Dann Allahu alam, ob überhaupt das funktioniert. Na'am. Allah musta'an, was für eine gewaltige Versuchung das ist. Subhanallah. Allah musta'an. Naam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Dajjal kommt an diesen Salzsumpf am Tal von Murqanat. Ja, und die waren unterwegs und er hat gezeigt, dieser Salzsumpf, ein Tal in Saudi. Und die meisten, die zu ihm gehen, zu wem? Zum Dajjal, die meisten, die ihm gehen und die ihm folgen und die mit ihm sind, ja, sind Frauen. Die meisten, die zu ihm gehen, sind Frauen. Wegen was? Wegen seiner Schönheit? Nein, wir haben gelernt, dass seine Schönheit hat nichts damit zu tun. Wegen der Fitna, die so gewaltig ist. Die meisten, die zu ihm gehen, sind Frauen. Bis der Mann zu seiner Frau, Mutter,
Tochter, Schwester und Tante geht und sie festbindet, aus Angst, sie könnte zu ihm gehen. Subhanallah. So gewaltig ist die Fitna. So, als ob die voll bezaubert wären. Ha? Nur noch so große Augen und die wollen einfach nur dahin gehen. Allah musta'an. Wie gewaltig ist diese Fitna? Wie gewaltig ist diese Fitna? Möge Allah uns bewahren. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, wer vom Dajjal hört, der soll sich von ihm fernhalten. Der soll sich von ihm was? Fernhalten. Renn weg. Du hast, Dajjal ist gekommen, renn weg. Sag nicht, ja, ich schaffe das schon, ich habe gute Iman. Wir werden gleich darüber lesen. Über die Leute, die sagen, ich habe gute Iman, ich bin stark, ich schaffe das schon, da kann mir nichts anhaben. Allah musta'an, was machst du, wenn du nicht betest und wenn du nicht fastest und wenn du nicht an Allah richtig glaubst und du gehst Diskothek und du machst Haram und diese ganzen Sachen und du sagst, ich habe gutes Herz und dann kommt der Dajjal und du sagst, nee, ich folge ihm nicht. Allah musta'an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer vom Dajjal hört, der soll sich von ihm fernhalten. Denn bei Allah, manche werden zu ihm gehen und dabei von sich selbst meinen, sie seien gläubig und werden ihm aufgrund seiner Scheinargumente, mit denen er gesandt worden ist, folgen. Allah musta'an. Ja. Menschen kommen zu ihm und sagen, ja, und sie werden sagen, er führt mich nicht in die Irre, und er wird mich nicht beeindrucken und gewiss wird er mich nicht überzeugen. Aber der Dajjal wird so lange nicht aufhören, ihm Argumente, also Scheinargumente vorzugeben, bis er ihm folgt. Subhanallah. Subhanallah. Ein Gelehrter vielleicht. Allahu alam. Deswegen sagt er, wenn eine Fitna ist, renn weg. Das ist nicht Krieg, das ist nicht Kampf, das ist eine Fitna, eine gewaltige Fitna für die Menschen. Ja, und wenn du dir unsicher bist, dann renn weg. Nimm deine Frau und Kinder und Mutter und Vater und Tochter und Schwester und alle, nimm sie und geh. Renn weg, so dass der Shaitan dich nicht erwischt, ja, dass der Dajjal nicht erwischt. Subhanallah. Die Leute, die sagen, ich schaffe das schon, kein Problem, der wird mich nicht, ich habe Iman, ich bin stark. Allah muss an. Und aber der Dajjal, der bringt ihm Argumente und der bringt ihm Zeichen und der bringt ihm Wunder. Ha? Du sagst, allein, dass er den Himmel befehlt und regnet, das reicht schon. Er bringt ihm Schätze, das reicht schon. Subhanallah. Allahu musta'an. Aber das reicht noch nicht. Schaut mal, was er noch mit sich bringt. Schaut mal, was er noch mit sich bringt. Von Imam Muslim, in Muslim überliefert von Abu Hudhayfa radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-Dajjal ist auf dem linken Auge blind. Er hat gekraustes Haar und mit ihm, Achtung, mit ihm sind Paradies und Hölle. Mit ihm sind Paradies und Hölle. Nein, es reicht nicht, dass er diese ganzen Fittern macht, diese ganzen Prüfungen, diese ganzen Kräfte, die er bekommt. Mit ihm ist auch noch Paradies und Hölle. Das sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, seine Hölle ist das Paradies. Und sein Paradies ist die Hölle. Was ist das? Was ist das? Subhanallah. In einer anderen Überlieferung erklärt uns Hudhayfa diese Sache genau. Er sagt, ich weiß besser als der Dajjal selbst, was er bei sich hat. Warum sagt er so etwas? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Der Gesandte Allah hat ihm das erklärt. Er sagt, er hat zwei fließende Flüsse mit sich. Zwei Flüsse. Der eine sieht wie Wasser aus und der andere wie ein entfachtes Feuer. Der eine sieht aus wie Wasser und der andere wie ein entfachtes Feuer. Das ist das, was wie Wasser aussieht, rein und sauber. Ja, das soll sein Paradies darstellen. Und das, wie das Feuer aussieht, dieser Fluss, ja, soll seine Hölle darstellen. Und die kommen einfach mit ihm mit. Wie die Schätze hinter ihm laufen die rechts und links mit ihm. Wie geht sowas? Wie laufen Flüsse einfach mit bei ihm? Allah macht es möglich. Eine Fitna für uns. Subhanallah. Schaut mal, er bringt Paradies und Hölle mit. Wer kann dieser Fitna widerstehen? Subhanallah. Dann sagt er, wenn ihm jemand begegnet, so soll er zum Fluss gehen, den er als Feuer sieht. Seine Augen schließen, seinen Kopf senken und davon trinken, denn dies ist kaltes Wasser. Schau mal seine Fitna an. Das Feuer ist das kalte Wasser und das kalte Wasser ist sein Feuer. Diejenigen, die an ihn glauben, und er sagt zu ihnen, komm, trink von meinem Paradies. Und sie trinken und sie werden sich verbrennen. Und die nicht an ihn glauben, der sagt, geh in mein Feuer. Und sie gehen und sie trinken daraus und es ist kaltes süßes Wasser. Subhanallah. Subhanallah. Schaut mal diese Fitna. Schaut mal, wie gewaltig diese Fitna ist. Wer kann dieser Fitna widerstehen, meine geehrten Geschwister? Wer kann dem widersprechen? Wer kann, wie kann,
Wer kann da weglaufen vor dieser Sache? Subhanallah, keiner kann widerstehen. Die Sache ist gewaltig. Die Sache ist gewaltig, meine geehrten Geschwister. Und das ist kein Spiel. Das ist keine Märchen, die wir euch erzählen hier. Das ist keine Story, wo ihr sagt, wow, voll coole Geschichte. Daraus könnte ich einen Film machen. Nein, 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 nein. Meine geehrten Geschwister, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und hört mir zu. Diese Sache ist real. Warum ist das real? Diese Sache ist Aqida. Warum ist das Aqida? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam uns das berichtet hat. In authentischen Überlieferungen. In huwa illa wahyun yuha. Und alles, was ihm offenbart wird, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى Er sagt nichts von seinen Gelüsten. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Alles, was er sagt, ist offenbart. Eine Offenbarung von Allah. Alles, was bezüglich den Sachen von Religion ist damit gemeint. Subhanallah. Es ist eine Offenbarung von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und wir sollten Allah, subhanahu wa ta'ala, fürchten. Und wir sollten Dua machen, dass wir nicht in diese Fitnen reingeraten. Subhanallah al-Malik. Wir sollten aufpassen, was mit uns da passiert. Allah musta'an. Naam, ich hatte noch eine andere Sache vorbereitet bezüglich dem Hadith. Ist der Dajjal schon da unter uns oder nicht? Aber das werden wir inshallah ta'ala nächste Woche besprechen mit der Besprechung von Ibn Sayyid. Ibn Sayyid. Ist Ibn Sayyid der Dajjal oder ist der Dajjal schon vor ihm da gewesen? Wie ist das Ganze zu verstehen? Was es mit diesem Jungen auf sich hat, werden wir inshallah ta'ala nächste Woche sehen. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.